Burkhard Heim hatte keine Hände und konnte nur sehr eingeschränkt hören und sehen. Man kommt einfach nicht darum herum, diesen schicksalshaften Umstand zu erwähnen, wenn man über ihn spricht. Und trotzdem gelang es ihm, die Weichen für eine ganz neue Art von Naturwissenschaften zu stellen. In diesem Video stelle ich euch die wichtigsten Eckpunkte seiner Biografie vor. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Die meisten Menschen, die ich treffe, haben noch nie von Burkhard Heim gehört. Und seine Ideen in einigen Sätzen dann zu erklären, das ist sehr schwierig. Umso beeindruckter sind die meisten, wenn sie dann hören, unter welchen Umständen er eigentlich gearbeitet hat. Für die gesamte Geschichte der Naturwissenschaften ist sein Schicksal wahrscheinlich einzigartig. Wer sich näher mit Burkhard Heim beschäftigen möchte, dem empfehle ich auf jeden Fall, besorgt euch die Biografie, geschrieben von Illobrand von Ludwiger, der Heim 40 Jahre lang kannte und nicht nur ein persönlicher Freund war, sondern seine Arbeiten in vielen Büchern beschrieben und auch zitiert hat. Vielen Dank übrigens an Illobrand von Ludwiger an der Stelle für die Nutzungsrechte an den Fotos aus seinem Buch für dieses Video. Link zu dem Buch stelle ich euch in die Beschreibung. Burkhard Heim wurde am 9. Februar 1925 in Potsdam geboren. Heute würde man sagen, er war hochbegabt oder so eine Art Wunderkind. Er konnte lange vor seiner Einschulung lesen und schreiben und beschäftigte sich mit Chemie, Raketenforschung und Sprengstoff. Wie es Schülern wie ihm halt geht, langweilte er sich in der Schule natürlich. Aus Rache an der ganzen Situation und an seinen Lehrern leistete er sich dann aber auch einige lustige Scherze. Eines Tages verwanzte er zum Beispiel alle Türen und Fenster in der Schule mit selbstgebauten Knallerbsen und das war ein Riesenspaß für alle Beteiligten. In seiner Freizeit machte er aber sehr ernsthafte Sachen. Im Keller seines Elternhauses hatte er sein eigenes Chemielabor, bastelte Raketen und stellte sich selber seine eigenen Thermitbrennstoffe zusammen. Thermitbrennstoffe, das sind diese Metalloxidgemische, mit denen man Eisenbahnschwellen schweißen kann. Wie alle jungen Männer seines Jahrganges wurde er 1943 zuerst zum Arbeitsdienst und dann zum Kriegsdienst eingezogen. Er wurde zuerst in Holland stationiert und später bei einer Fliegerstaffel in Norditalien. Er wusste, wenn er bei gewissen Entscheidungsträgern in Berlin positiv auffällt, dann würde er von der Front zurückbeordert, dürfte nach Hause und seinen eigenen Forschungen nachgehen. Es gelang ihm niemand Geringeren als den Reichsrüstungsminister Albert Speer persönlich, davon zu überzeugen, dass er ein Konzept entwickelt hatte für einen Zünder, der nichts Geringeres tun würde, als eine thermonukleare Fusionsbombe zur Detonation zu bringen. Man war erstaunlich aufgeschlossen so etwas gegenüber, obwohl er erst 18 oder 19 Jahre alt war. Sein Plan ging also auf. Er kam nach Hause nach Berlin und fing dort im Frühjahr 1944 an, an der Reichsversuchsanstalt für Sprengstoffforschung. Und dort ereilte ihn am 19. Mai jenes Jahres sein Schicksal. Er hatte eine kleine Probe seines experimentellen Sprengstoffes in der Hand, als er sich mit der anderen an den Hals griff. Ich sah nur noch, dass die Sonne über das Schälchen ging. Die Patrone hielt ich in der Hand. Plötzlich sah ich einen unglaublich grellen, bläulich-weißen Blitz, hörte so ein Knacken und Knistern im Kopf und merkte, wie ich hochgehoben und an die Wand geschleudert wurde. Beide Hände wurden ihm abgerissen, die Augen geblendet, die Trommelfelle zerstört. Burkhard Heim betrachtete diesen Tag rückblickend als schicksalshaft. Auf der einen Seite wurde er durch den Unfall von einem destruktiven Weg abgebracht, den er bis dahin verfolgt hatte. Und auf der anderen Seite hatte er so viel Glück im Unglück, dass es ihm trotzdem gelang, ins Leben zurückzufinden und einen produktiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Zu einem dieser glücklichen Umstände gehörte, dass an diesem Tag ein Arzt in der Reichsversuchsanstalt anwesend war, der ihn notdürftig versorgen konnte. Er wurde mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus gefahren, während um den Krankenwagen herum die alliierten Bomben einschlugen. Nach seiner oberflächlichen Genesung wandelte sich sein Leben natürlich grundlegend. Es gelang ihm mit außergewöhnlicher Willenskraft wieder ins Leben zurückzufinden. An beiden Armen ließ er sich sogenannte Spaltarme operieren. Dabei wird zwischen Elle und Speiche das Fleisch aufgetrennt und aus den beiden Knochen zwei grobe, rudimentäre Greiffinger geformt. Mutet heute als eine sehr grobe Prozedur an, aber zu der Zeit hatte man noch keine neurointeraktiven Prothesen.
Diese Prozedur wird auch Krugenberg-Arm benannt nach dem deutschen Militärchirurgen, der die Prozedur nach dem Ersten Weltkrieg einführte. Interessanterweise enthält der Wikipedia-Artikel dazu einen Eintrag, der Burkhard Heim als prominenten Patienten mit Spaltenarm erwähnt. An Augen und Ohren wurde Heim im Laufe seines Lebens zigmal operiert, um den Rest seiner Seh- und Hörfähigkeit zu erhalten. Bei einer seiner Operationen hatte er einmal eine außerkörperliche Erfahrung, bei der er sich also von oben sah, aber trotzdem alles mitbekam, was im Operationssaal geschah. Einer der Schlüsselmomente vielleicht, die seine Gedanken später auf andere Wege brachten. Er entwickelte in dieser Zeit auch ein unglaublich gutes Gedächtnis. Er konnte ja nicht mehr Zeitung lesen, in Büchern nachschlagen, in Zeitschriften. Er musste sich einfach alles merken, was er hörte und was ihm vorgelesen wurde. Er konnte seit der Zeit sich an alle Tage erinnern und genau angeben, was ihm begegnet war, was er gelesen hatte, mit wem er gesprochen hatte. Nach dem Krieg verschlug es die Familie Heim nach Nordheim bei Göttingen. Dort lernte er, also in Göttingen, die Sängerin Gerda Straube kennen, die er 1950 heiratete. Mit seiner Behinderung war jetzt natürlich an seinen ursprünglichen Wunsch, ein Studium der Chemie, nicht mehr zu denken. Wie hätte er auch mit zwei Spaltenarmen die Geräte im Labor handeln können? So wandte er sich der Physik zu, wo er sich ausrechnete, dass er immerhin als Theoretiker noch eine Chance hätte, etwas zu tun. Das Studium selber war natürlich auch eine Schwierigkeit. Er konnte aufgrund seiner Seh- und Hörbehinderung den Ausführungen an der Tafel nicht folgen, er konnte auch kaum was hören. Und dass er durch das Studium kam, hat die Welt, die Nachwelt, seinem Vater zu verdanken, der jeden Tag mit ihm an die Uni ging, für ihn mitschrieb, zu Hause aus Fachbüchern vorlas und, das Wichtigste, alle Gedanken, die Heim von sich gab, in dicke Bücher notierte, handschriftlich. Viele dieser Bücher, die sogenannten Kladden, viele dieser Bücher sind bis heute nicht in eine maschinenlesbare Form übertragen worden. Nach dem Tod seines Vaters 1964 übernahm seine Frau diese Aufgabe, die dafür ihre Karriere als Opernsängerin aufgab. Ein großes Tribut an der Stelle an seinen Vater Heinrich Heim und seine Frau Gerda. Ohne sie wären diese Arbeiten nicht möglich gewesen. Seine Behinderung brachte insgesamt massive Schwierigkeiten mit sich, mit anderen zusammenzuarbeiten. Seine Diplomarbeit absolvierte er am Max-Planck-Institut für Physik in Göttingen unter Professor Karl Friedrich von Weizsäcker. Da er aber nicht mit anderen im Team zusammenarbeiten konnte, nicht normal reden und zuhören, war es ihm dann nicht möglich, eine Tätigkeit an diesem Institut fortzusetzen. Nun war Burkhard Heim schon von Kind an ein Raumfahrtenthusiast gewesen. Wer weiß, wäre er einige Jahrzehnte später geboren und hätte normal fernsehen können, er wäre bestimmt ein großer Trekkie geworden. Aber in den 1950er Jahren, da war das ganze Thema Raumfahrt verpönt in der deutschen Fachöffentlichkeit. Man hörte solche Sachen wie: Man wird niemals Satelliten oberhalb der Erdatmosphäre aufhängen können, deren Sensoren vernünftige Messdaten liefern. Durch die vielen Störenflüsse können Satellitenbahnen nicht stabil gehalten werden. Sprach sein Chef, Karl Friedrich von Weizsäcker, immerhin Direktor eines Max-Planck-Instituts, in den 50er Jahren, wenige Jahre vor Sputnik. Leider wiederholt sich dieselbe Geschichte immer wieder. Die Klügsten sagen, wenn Gott gewollt hätte, dass der Mensch fliegt, und die so sich selber klug Rühmenden werden immer wieder von der Geschichte widerlegt. Und das passiert auch heute noch. In diesem Klima, das Raumfahrt als etwas so Unseriöses betrachtet, wie man heute in der akademischen Welt UFO-Forschung betrachtet, in so einem Klima, da entwickelte Burkhard Heim seine ersten Ideen zu einem Feldantrieb. Er war nämlich abgekommen von der Idee, dass man Raketen mit chemischen Brennstoffen oder sogar einen nuklearen Antrieb ausstatten könne, weil einfach die Geschwindigkeiten und die Energien nicht ausreichen. Und er interessierte sich sehr für die Fragestellung, die Gravitation mit dem Elektromagnetismus zu vereinigen, was Albert Einstein in seinen letzten Jahren ja auch sehr intensiv versucht hat. Und Burkhard Heim hat einen Ansatz gefunden, als Student schon, den er in öffentlichen Vorträgen vorstellte, Anfang der 50er Jahre. Das schlug ein wie eine Bombe in der Presse. Über Monate schrieben die Magazine nichts anderes als über den neuen Einstein, das neue Weltbild in Deutschland. Tatsächlich verstand kaum jemand das, was er in seinen Vorträgen hielt. Aber seine Rechnung ging immerhin auf, dass ihm das die Aufmerksamkeit einbrachte, um Fördergelder und Finanziers für seine Sache zu finden.
und sein Leben überhaupt. Unter anderem geriet er an den Flugzeugbauer Ludwig Boelko, späterer Mitbegründer der Firma Messerschmitt Boelko Bloh, MBB, der ihn finanzierte, weil er sich dachte, wenn der einen diesen Antrieb entwickelt, von dem er spricht, dann will ich der Erste sein. Nun, posthum vielen Dank an Herrn Ludwig Boelko. Zwar hat seine Firma nicht den erhofften Profit davon gehabt, aber er hat sicherlich die Grundsteine für eine neue Art von Naturwissenschaften ermöglicht. Seine Professoren am Max-Planck-Institut in Göttingen waren überhaupt nicht erfreut, dass er sich in solche Richtungen betätigte. Tatsächlich rief die Presse dort an und fragte nach Interviewterminen mit diesem genialen Mitarbeiter, die sie da hatten. Und sie mussten einsehen, das ist nur ein Student, der sich mit Fantastereien hervortut, um Gottes Willen. Einer seiner Professoren war Werner Heisenberg, mit dem er nicht das erste Mal dort zusammen und aneinander geriet und auch nicht das letzte Mal. Heisenberg muss gewusst haben, was er in Heim hatte. Es ist folgende Anekdote überliefert. Burkertheims Frau war im Nebenzimmer, als sie Heisenberg zu seinem Mitarbeiter sagen hörte, den dürfen wir nicht hochkommen lassen, der macht uns kaputt. Tatsächlich haben sie ihn nicht hochkommen lassen und ja, er hätte sie gründlich kaputt gemacht. Dennoch war Heims Lebensunterhalt zunächst einmal gesichert und eine Zeit lang konnte er sogar einen Mitarbeiter bezahlen und einige Experimente machen. Leider kam er damit bei weitem nicht so gut voran, auch mit seinen theoretischen Arbeiten, wie er gehofft hatte. Er wurde immer wieder an Augen und Ohren operiert, was ihn viel Kraft kostete und viel Zeit ins Land gehen ließ. Heim hatte auch nach seinen Vorträgen fast überhaupt nichts publiziert. Und er vertrat auch die Auffassung, er solle erst dann seine Theorien publizieren, wenn er am Ziel angekommen ist, nämlich eine einheitliche Massenformel für Elementarteilchen zu finden. Alle, die ihn damals kannten und es gut mit ihm meinten, haben ihm abgeraten davon. Sie haben ihm gesagt, sie müssen Fachartikel publizieren. Andere wollen teilhaben an ihren Ideen, das mitentwickeln. Und er kannte damals einige sehr einflussreiche Professoren in Deutschland, die auf seiner Seite standen. Unter anderem den erwähnten Karl Friedrich von Weizsäcker, Pascal Jordan, Heinrich Hohrer, Gerhard Lührer. Für 20 Jahre hörte man fast nichts von ihm und er arbeitete mehr oder weniger im stillen Kämmerlein. Als er dann Mitte der 70er Jahre soweit war, da stand er jetzt vor einem neuen Dilemma. Denn seine Ausführungen, seine Theorien füllten dicke Bücher, aber in der Wissenschaft zählen vor allem Fachartikel. Dadurch macht man häufiger auf sich aufmerksam und andere können an den Ideen regelmäßig teilhaben und auch das Gefühl haben, sie können etwas mitentwickeln. Und nun wollte er der Welt seine dicken Volumina auf einmal präsentieren als dicke Bücher. Kein Verlag war bereit, das aufzulegen von einem de facto Unbekannten mit einer de facto unbekannten Theorie. In alle Richtungen schien ihm der Weg verwehrt. Und in seiner Not nach mehreren Jahren der Versuche wandte er sich schließlich an einen Freund, Professor Andreas Resch aus Innsbruck. Professor Andreas Resch ist Professor für Theologie und hat einen Verlag, der sich mit theologischen und parapsychologischen Themen beschäftigt. In diesem Verlag publizierte Heim seine Bücher über die Elementarstrukturen der Materie. Und das wurde ihm natürlich sehr übel genommen. In einem fachfremden Verlag, noch dazu einem, der sich mit einem Thema beschäftigt, das in der Wissenschaft überhaupt nicht anerkannt wird. Der Verlag konnte auch kein Lektorat anbieten, das fachliche Fehler, kleinere Fehler ausgebügelt hätte. Die wurden ihm lange nachgetragen, obwohl sie keinen Einfluss auf das Ergebnis hatten. Das Ergebnis war immerhin das Opus Magnum der Physik, ein einheitliches Massenspektrum für Elementarteilchen. Eine Leistung, die mit keinem anderen Modell, das bis heute diskutiert wird, auch nur im entferntesten stückchenweise am Horizont sichtbar ist. Heim setzte für den Rest seines Lebens seine Arbeiten weitgehend unbeachtet fort. Er gewann immer wieder Unterstützer und Enthusiasten. Eine Zeit lang arbeitete er auch zusammen mit Walter Dröscher, einem österreichischen Mathematiker, mit dem er Teile seiner Theorie weiterentwickelte. Er starb schließlich am 15. Januar 2001 in Nordheim. Heute ist Heim unter Physikern praktisch unbekannt. Diejenigen, die ihn noch persönlich kannten und zu schätzen wussten, sind mittlerweile selber sehr alt oder bereits verstorben. Aufmerksamkeit erhält heute vor allem von Menschen, die sich außerhalb des akademischen Mainstream mit neuen Wissenschaftsmodellen beschäftigen. Dort gibt es viele ganz hervorragende Arbeiten, leider auch einigen esoterischen Wildwuchs, mit dem Heim schon Zeit seines Lebens eigentlich nichts zu tun haben wollte, aber wo er gewissermaßen als Guru dargestellt wird,
Autoren sich auf ihn berufen, in der Hoffnung, dass das gute Werbung für ihre eigenen Bücher und Theorien ist. In den meisten Fällen steckt da allerdings kein tieferes Wissen seiner Arbeiten hinter. Heim war sich bewusst, dass sein Leben nicht ausreichen würde, um das Werk zu vollenden, das er begonnen hatte. Das ist auch der Grund, warum ich hier stehe, warum ich den Kanal für euch mache. Ich wünsche mir, dass seine Arbeiten die Aufmerksamkeit und Anerkennung erlangen, die ihnen tatsächlich gebührt. Wenn ihr euch das auch wünscht, guckt regelmäßig meinen Kanal, abonniert ihn hier, wenn ihr nicht schon habt. Ihr bekommt jede Woche eure Portion Burkhard Heim in 6 Dimensionen und in Farbe.